Hallöchen YouTube, da sind wir wieder. Ich habe mir gerade den Blobfisch angeschaut, weil es hieß, Slimer und Slimox sehen mit viel Fantasie aus wie ein Blobfisch. Und ja, mit viel Fantasie tun sie das. Ich bin nur durch Zufall in die falsche Richtung gegangen. Ich wusste nicht, dass hier ein Sticker klebt. Aber egal, wir haben einen. Hier unten klebt auch noch einer, oder? Oder war das an einem anderen Hafen? An irgendeinem Hafen klebte hier unten auch noch ein Sticker. Das war an einem anderen Hafen, okay. So, wir müssen jetzt erstmal in den Malihe-Ziergarten. Vorher gehen wir ins Poké. Sind wir geheilt? Wir sind geheilt vom Kampf gegen Anigo, alles klar. Dann quatschen wir mit Leuten, die sowieso nichts für uns haben. Was willst du? Nix. Brauchen wir irgendwas? Brauchen wir Bälle oder so? Finsterbälle, Flottbälle haben wir 10. Nö. Könnte ein paar Hyperbälle kaufen. Ist aber auch nicht so zwingend erforderlich. Kann ich hier nicht TMs kaufen? Ja! Was hast du für TMs? Kehrtwende wäre, glaube ich, tatsächlich ganz nice. Die Dunkelklaue nehmen wir auch mal mit für den Fall. Die Kehrtwende. Ich dachte... Schade. Ich dachte, dass Kurz hier lernen könnte. Auf Gewalter ist sie, glaube ich, nicht so cool. Die Dunkelklaue auf Arboretos brauchen wir eigentlich auch nicht. Weil wir dabei Entwicklungen eigentlich eine viel coolere Geistattacke kriegen. Ja gut, dann haben wir das Geld umsonst ausgegeben. Macht aber nichts. Suki vermisst das Studieren total. Na, total vermisse ich es nicht. Ich vermisse die üppige Freizeit. Tatsächlich ein bisschen. Aber was ich nicht vermisse, ist das leere Konto. Entschuldigung, ich habe hier irgendwas, nervt mich gerade an meiner Socke. Da muss ich mal was gegen tun. Studieren an sich cool, aber leere Kassen nicht so cool. Gar nicht cool. So, Mali Ziergarten. Ah, ich habe noch gar keinen Titel für die letzte Folge, verdammte Axt. Ach so, Tali will kämpfen. Alles klar, Tali. Dann legen wir mal los. Ja, das ist ein richtig gutes Matchup. Richtig gutes Matchup. Da gehen wir mal direkt raus. Kurti sollte das ganz gut regeln. Solange er den Evoliten noch tragen darf. Und das darf er noch ein bisschen tatsächlich. Könnten wir tanken. Ja, easy. Easy. Ich glaube, nur mit Blubstrahl sind wir jetzt ein Two-Hit. Ja, sind wir. Und Maricake wird kein One-Hit sein. Wie viel stellt ein Supertrank her? 60.
Was ist dafür, dass wir hoch? Dafür, dass wir einen Eboliten tragen, ist das schon satter Schaden. So, Marikek hätten wir. Gut, die Level 31. Easy. Kreuzschere. Holy shit. Tschüss, Käferbiss. Hallo, Kreuzschere. Yay, Molunk Level 28. Yay, Rolf Level 31. Flammara. Ich möchte wechseln. Bleibt eigentlich fast nur Bärbel. Gegen Feuer kriegen wir, Kurt und Rolf kriegen ziemlich aufs Maul. Molunk kann zwar ein bisschen was wegstecken, aber nicht viel ausrichten. Jo, Bärbel, it's your turn. Kurt erinnert mich an eine Serie aus meinem... Hallo Kurt, ach du Scheiße. Hallo Kurt ist auch ein bisschen älter, oder? Weißt du was? Wir fackeln gar nicht lang. Tschüss, Flammara, war vielleicht ein bisschen OP, ein Erdbeben hätte es auch getan, aber egal. Raichu. Weiß nicht, ob Kurt noch irgendwas tankt, aber ich glaube, da sind wir mit Cole eigentlich relativ gut dabei. Tschüss. Toxin. Statt der Giftwolke, aber auf jeden Fall das Toxin. Falls ihr irgendwann mal irgendwas vergiften wollt. Oh ja, und da kommt das Erdbeben. Wir hatten noch gar kein Erdbeben bei Bärbel, siehst du? Wir haben die Dampfwalze. Lass ich die Erholung, kann ich eigentlich sicherheitshalber mal drin lassen. Wir können auch die Aquawelle mal wegmachen. Oder mache ich die Erholung weg? Erholung. Ach, Bullshit, Erholung brauche ich eh nicht. Weg damit! Es kam Mitte der 90er, da war ich circa 9 Jahre alt. Ja, ich kenne es auch. Tauros. Kann Gewalter mal machen. Hallo Kurt. Durchbruch. Das ist guter Damage, den Tauros da macht. So. Hat Tali jetzt genug? M ist Drache Flug.
Koti wird auf jeden Fall nicht schneller sein als ein FM. Und Koti wird auch keine Flugattacke mehr tanken, glaube ich, von dem FM. Wir gehen einfach mal mit Cole rein. Hallo, beschleunige! So. Ja, komm, eat this. Eat T-Psychokinese. Okay. Alles Chemiestudenten hier im Chat oder ehemalige Chemiestudenten? Wahnsinn! Voll die Chemiker-Gang hier. Ja, gib mir Maxima Lasada. Wolverockium. So, wir sind nicht geheilt, gehe ich von aus. Chemie ist ja auch cool. Doch, wir sind geheilt. Ich fand Chemie tatsächlich nie wirklich cool, muss ich sagen. Ich fand Physik ein bisschen cooler. Und, also wenn man mal die Naturwissenschaften durchgeht, fand ich eigentlich alles cooler als Chemie. Ja, wir sind geheilt. Sehr schön. Ich werde mich hüten, jemals wieder hier was gegen die Chemie zu sagen. So, im Ziergarten kriegen wir jetzt gleich auch noch ein saftiges Kämpfchen. Ach, das kriegen wir jetzt noch gar nicht. Alles klar. Müssen wir uns hier erstmal. Dann gucken wir uns jetzt erstmal den Ziergarten an. Hier springen auch ein paar Trainer rum. Hier gibt es ein paar Items. Habe ich Molunk vorne? Möchte. Ja, im Zweifel möchte ich Molunk vorne haben. Hallo! Kannst du ruhig, ich sehe das entspannt. Hi Simon! Ja, Stream am Sonntag, was hier nur los? Ging Donnerstag nicht, deswegen Sonntag. Ist alles total durcheinander, es kommt nie wieder vor. Nee, ich konnte Donnerstag tatsächlich nicht und deswegen, bevor ich das dann alles ausfallen lasse, machen wir das mal heute. Hallo Radikal, das ist ein Urlauber, der hat wieder Kanto-Pokémon. Och, ich glaube, da riskiere ich mal gar nichts. Ich glaube, es ist nicht nur bei Chemie so. Ich glaube, allgemein naturwissenschaftliche Studiengänge sind, glaube ich, echt nicht ohne. Ich hatte eine Phase in der Schule, wo ich auch, wo ich Mathe studieren wollte. Bin im Nachhinein froh, dass ich es nicht gemacht habe. Den Mathe-Schein, den ich im BWL-Studium machen musste, alter Schwede, der hat mir gereicht für den Rest meines Lebens. Für den Rest meines Lebens, tatsächlich.
Ein Grassamen. Dafür bin ich hier hochgelaufen. Dankeschön. Danke für nichts. Was kriegen wir hier von ihr? Von irgendein Item kriegen wir von ihr, glaube ich, wenn wir hier ein bisschen was machen. Das ist aber nicht relevant. Das ist, glaube ich, nur ein Luftballon. Deswegen lassen wir das einfach mal. Hallo, kleine Lady. Wer studiert denn alles Chemie von euch? Suki, Lee Chan, Slendercraft? Noch irgendwer, der sich an der Chemie versucht? Oder die Chemie schon erfolgreich bezwungen hat? Plus, Minus, mal geteilt, ein bisschen Bruchrechnen reicht mir. Für den Rest gibt es Taschenrechner oder jemanden, der es besser weiß. Ja, sehe ich ihn nicht. Also ich wäre am Mathe-Schein, wäre ich fast gescheitert. Ich hatte während meines Studiums 2 Todklausuren. Ich weiß nicht, die Studierenden wissen wahrscheinlich, was Todklausuren sind. Mathe war eine davon. Wenn man Todklausuren nicht besteht, dann ist das Studium beendet. Weil man entweder schon zu viele Versuche gebraucht hat oder unbedingt das Modul bestehen muss, damit man, wie auch immer, das Studium strukturiert ist, damit man einen Schritt weiterkommt quasi. Hey Amras, machst du mal einen Livestream von Assassin's Creed Origins? Ich denke eher nicht. Das wird ein klassisches Let's Play bleiben. Am 2.2. habe ich eine Todklausur. Oh je, dann drücke ich jetzt schon mal die Daumen. Da drücke ich jetzt schon mal die Daumen. Nur ein Pi? Ich würde meinen Pi 3,14 nennen. Letzte Klausur im Studium überhaupt und 3. Versuch. Ja, bei mir war Mathe tatsächlich der 4. Versuch, aber wir konnten 2 Freiversuche setzen im Studium. Das heißt, wir konnten sagen, okay, ich möchte in dem und dem Modul, wenn man weiß, dass einem das vielleicht nicht liegt, einen Versuch mehr haben. Den einen Freiversuch habe ich in Mathe gesetzt und das war dann tatsächlich mein 4. Versuch und den habe ich dann glücklicherweise bestanden. Was waren die andere Todklausur? Ich weiß es gar nicht mehr. Mikroökonomie? Ich glaube Mikroökonomie. Das war auch nicht so mein Fall. Offensichtlich, sonst hätte ich ja keine Todklausur gehabt. Ich war aber auch, ich habe das Studium, muss ich auch ganz ehrlich sagen, am Anfang sehr, sehr auf die leichte Schulter genommen. In den ersten 2, 3 Semestern habe ich echt nichts gemacht und habe gedacht, mir fliegt alles zu. Dabei hätte ich es eigentlich besser wissen müssen, denn mir fliegt nichts zu. Mir ist noch nie irgendwas zugeflogen. Aber irgendwie habe ich das ein bisschen zu lässig genommen. Wir haben 1 bis 4 Versuche für den ganzen Bachelor. Ach, einen 4. Versuch für den ganzen Bachelor. Ja, wir haben halt 2 4. Versuche für den ganzen Bachelor gehabt. Also 2 Freiversuche, die wir setzen konnten. Und im Master konnten wir gar keine Freiversuche mehr setzen. Glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, da gab es das nicht mehr. Ein Raichu! Das ist ein Job für unsere Bärbel. Oh, hätte ich mal Calamanero eingewechselt. Ah, ich hocke hier schon wieder wie so ein Krüppel. Erdbeben! Ja, ruckzuck hieben kannst du mich. Yeah, Rolf. Wann entwickelt sich Rolf? Auf 34, 36? Ich weiß es gar nicht. So, dann gucken wir hier oben nochmal. Hier liegt, glaube ich, ein Item. Ah, eine TM sogar. Das war aber keine gute... Donnerwelle ist jetzt... Nee. Brauchen wir jetzt nicht zwingend.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.